Schon als ich mir die Reise ausgesucht habe, stand für mich fest, dass die Victoria-Fälle auf jeden Fall dabei sein müssen. Mich faszinieren diese herabstürzenden Wassermassen selbst bei deutlich kleineren Fällen. Und so war für mich dieser Tag von vornherein ein Highlight meiner Rundreise. Wir sind vom Chobe in Botswana aus nach Simbabwe eingereist und dann bis Victoria Falls gefahren. Und am Abend die gleiche Strecke wieder zurück, also noch einmal über die Grenze. Das Ganze ist schon etwas aufwendig, aber insgesamt gut machbar. Zumal man bei einer organisierten Reise ja nicht die ganze Zeit selbst am Steuer sitzt und der Reiseleiter auch immer sein Bestes tut, damit die Grenzformalitäten schnell und reibungslos über die Bühne gehen. Da die Victoria-Fälle wie gesagt ein Highlight für mich waren, habe ich mich entschieden, einen Rundflug mit dem Helikopter zu buchen. Wenn auch nur die kurze Variante, den sogenannten Flight of Angels. Der Flug bei The Zambezi Helicopter Company kostet 165 US-Dollar inklusive offizieller Gebühr. In der Infobox habe ich einen entsprechenden Link hinterlegt. Nach der Landung war noch Zeit für einige Fotos und dann ging es direkt weiter, um die Victoria-Fälle vom Boden aus zu besichtigen. Bei dem Spaziergang zu den verschiedenen Aussichtspunkten fand ich es ganz lustig, dass es zunehmend nasser wird. Also sind eine Regenjacke oder ein Regenschirm keine schlechte Idee, wobei eine Regenjacke oder ein Regencape auch direkt vor Ort gemietet werden können. Am wichtigsten finde ich jedoch eine Plastiktüte, um die Kamera zu schützen. Ich persönlich hatte Wechselkleidung dabei und konnte mich anschließend einfach wieder umziehen. So war ich dann auch für den Besuch des Victoria Falls Hotels wieder passend angezogen. An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei unserem tollen Reiseleiter bedanken, der dank seiner guten Kontakte für uns einen Platz auf der Terrasse des Hotels reservieren konnte. Hier habe ich übrigens das erste Mal in meinem Leben Krokodil gegessen. Insgesamt bin ich froh, dass ich die Victoria-Fälle im April, also gegen Ende der Regenzeit, erlebt habe. Ich habe Bilder von anderen gesehen, die hier gegen Ende der Trockenzeit waren und die Aufnahmen waren zwar immer noch toll, aber die Wassermassen waren dann eben doch nicht so beeindruckend wie zu meiner Reisezeit. So war zum Beispiel Anfang November auch kein Regenbogen in der Gischt über den Fällen zu sehen. Just show you the true light. Light me up and make me feel alright. 'Cause baby, we